Und das ist ein schwedisches. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, weil ich finde, die haben sehr, sehr große Ähnlichkeit. Will mir ja nichts sagen. Der hat sein Polizeiauto abgesperrt und kriegt sie mehr auf. Ja, was machen wir jetzt da? Ihn reinkicken, oder was? Durchs Fenster durchkicken. Oder so. Und er sagt thank you. Und wie willst du jetzt ernsthaft? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video GTA 5 LSPDFR. Wie man heute sehen kann, nicht gerade im alltäglichen Polizeiauto unterwegs mit dem Lamborghini Aventador, aber dazu gleich mehr. Wir haben einen flüchtigen Autodieb, der sich hier auf Schnee echt schnell bewegt, und zwar hier in der Stadt. So, und da ist er direkt mal ausgerutscht und dreht um, denkt sich, gut, dann fahren wir gleich da weiter. Gut, mal schauen. Wir können ihn sicherlich bekommen und ausbremsen. Aber er hat auf jeden Fall ein leistungsstarkes Fahrzeug geklaut, was halt ein bisschen der richtige Einsatzzweck für uns ist. Wir wollen mal Unterstützung, und der Heli kann auch nicht fehlen. So, dann muss ich mal schauen jetzt, wie wir das Ganze am besten angehen. Vorsichtig, vorsichtig. So, Achtung, Achtung. So, jetzt will ich eigentlich nicht bremsen, weil dann haben wir ihn hinten drin im Aventador. Und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Das ist halt das Problem, wenn man ein teures Polizeiauto hat, ne? Man darf die nicht mit aller Gewalt ausbremsen, sondern nur mit wenig versuchen. Und möglichst wenig Schaden. Wow. Boah. So, mein Freund. Mal schauen, wo du hin willst. Aber wir probieren jetzt mal hier vorne. Das war knapp, mein Freund. Das war extrem knapp. Stopp! Aua! Der ist uns über unseren Kofferraum drüber gefahren. Ist das genial. So, hey, stehen bleiben. Wow, von hinten kommen die Kollegen. Ja, hier die Polizeikooperation der schwedischen und der Los Santos Police ist auf jeden Fall gegeben. Aus dem Fahrzeug aussteigen. Hände hoch, aus dem Fahrzeug, auf den Boden runter. Kommen Sie. Schön, ja, machen Sie das schön schnell. Hey! Soll ich ihnen helfen? Sie wollen sicher nicht, dass ich ihnen dabei helfe, oder? So, auf den Boden runter. Langsam auf den Boden. So, sie sind vorläufig festgenommen. Ich nehme sie fest. Perfekt. Und damit seht ihr auch schon, dass wir heute im schwedischen Outfit unterwegs sind. Boah, die Kollegen übertreiben mal wieder. Ja, hier sieht man, ne? Ich habe jetzt mal bewusst ein Polizeiauto der normalen Los Santos Polizei drin gelassen. Sag mal, wieso fahren die uns überall vorne über die Autos drüber? Das ist der Wahnsinn. Also wir haben schon den nächsten und die Kollegen wollen da ein bisschen Hilfe haben. Da sieht man mal echt den Unterschied, ne? Zwischen den Polizeiautos der Los Santos Police und eben der beispielsweise jetzt hier schwedischen Polizei. Wow, die sind aber echt kameradschaftlich unterwegs. Was machen die denn? Okay, wir hängen uns mal mit dran. Da vorne ist er. Da, der ist jetzt schon den anderen entkommen, aber uns ist er nicht entkommen. So, bitte halten Sie mal das Fahrzeug an. Haben mal das Anhaltesignal gegeben. Man muss mit den Leuten freundlich umgehen, denn dann, dann kommen die einen auch schön entgegen, ne? So. So, schauen wir mal ganz kurz. Hallo, guten Tag. Ah, ich sehe schon, was hier los ist. Sie haben das Auto geklaut, ne? Also, das ist, glaube ich, kein normaler Taxifahrer. Sie dürfen mir trotzdem mal den Führerschein geben. Anzac King. Okay, bleiben Sie mal kurz hier, Herr King. Ja, ganz ruhig, Signore. Mach mal halblang, Senior. So. Gut, wie ist er? Anzac King, ne? Dann gehen wir mal in unseren schicken Polizeicomputer und schauen. Nein. So, Anzac King, hier haben wir ihn schon. So, was haben wir denn hier? Fighting in Public. Ja, so schaut er ehrlich gesagt auch ein bisschen aus. Ansonsten ist hier kein Haftbefehl für ihn erlassen. Wir können ihn nur wegen seiner Verkehrsdelikte jetzt mal hier in dem Fall verknacken. Wir haben jetzt keine weiteren Anhaltspunkte, es sei denn, Bruno Van Dorpe gehört das Fahrzeug und dem ist entsprechend der Führerschein abgelaufen. Ja gut, mein Freund, dann werden wir es jetzt so machen, wir werden einfach ein bisschen, mal ihre Verkehrsverstöße aufzählen.
Da wäre einmal Sachbeschädigung, ne? Hier auf mein Polizeiauto drauf gefahren. Dann ist er viel zu schnell gewesen. Wobei wir jetzt keine Messung haben, also das können wir ihn nicht belasten. Aber er ist auf jeden Fall über Rot gefahren. Er ist auf jeden Fall über dem Stoppschild gefahren. Weil hier bei dem Rail Crossing, ne? Dann ist er nicht angehalten. Und gut, ja. So viel können wir ihn jetzt anhängen. Und Reckless Driving, ja, das können wir auf jeden Fall. Und Gefährdung, auch noch. Ja, dann haben wir alles. Sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite, hätte ich gesagt. Gut, das wären dann 5000 Dollar, 12 Punkte. Das Fahrzeug wird eingezogen. Passt doch, oder? Das ist perfekt für ihren Beruf als Taxifahrer. Komische Zeichen haben sie da übrigens. Wir sind ja nicht in Japan, ja? Eieiei. Immer diese Japaner. Nee, Spaß. Natürlich gar kein Problem. So, mein Freund. Dann wünschen wir viel Glück und Spaß zu Fuß, ne? Der Marshall, die 13. Perfekt. So, das Fahrzeug wird eingezogen. Ist eh nicht mehr verkehrstauglich, ne? Sieht man ja. Der ist nämlich ein paar Mal über unseren Aventador drüber geschrafft. So, jetzt sind wir mal hierher gefahren. In die nicht ganz so sichere Gegend. Wir müssen ja ein bisschen Polizeipräsenz zeigen. Und jetzt sieht man mal hier in der vollen Gänze unseren schicken Aventador. Hammermäßig. Ich finde, die Schweden haben so ein bisschen das Design von den... Wie heißen sie? Von den Engländern, ne? So grelles Neongelb mit Blau vermischt. Ein gestohlener Truck, kümmern wir uns gleich drum, ja? Und, ja, das passt immer ganz gut. Aber natürlich ist es nicht das einzige Polizeiauto, was wir von den Schweden haben. Ich werde euch gleich noch die anderen zeigen. Natürlich muss auch ein Volvo dabei sein. Ist ja logisch. Bei Schweden doch sowieso. So, gut. Jetzt haben wir genug Polizeipräsenz gezeigt. Und wie man sieht, schaut die Mütze am Dach durch, weil die Mütze zu hoch ist. Also, die Schweden haben definitiv so, glaube ich, keine Aventadors im, Betrieb, weil sonst würden sie höchstwahrscheinlich dieses Problem mit den Mützen auf jeden Fall beseitigt haben. Dementsprechend lässt es auf sich schließen. Wir sind auf jeden Fall unterwegs und ich finde auch, die Sirene hört sich sehr nah an die deutsche angelehnt an, oder? Generell ja auch, die Wörter teilweise sind manchmal ähnlich, manchmal gar nicht ähnlich, aber gut, die Schweden halt, ne? Ja, übrigens, wer es noch nicht gesehen hat, bei Extreme Modding, die haben jetzt eine neue Seite und dort auch ganz, ganz viele neue Sachen, also beispielsweise auch für andere Spiele als GTA, Unlock Alls und so weiter oder eben Geld in, ich glaube, Forza und so weiter. Also könnt ihr mal vorbeischauen, Link ist wie immer in der Videobeschreibung für Extreme Modding. So, gut, dann hätte ich gesagt, mein Freund, einmal anhalten. Bitte nicht in mein Auto. Ja, okay. Wenn man nicht will, dass sie einen ins Auto krachen, dann muss man eben anders agieren. Und ich merke schon, wir haben recht viel... Wow, da... Ja, der Kollege, der juckt's nicht so. Wir haben relativ viel von dem Thema Verfolgung heute. Liegt aber höchstwahrscheinlich auch an unseren Kunden, die wir heute haben. So, Hände hoch auf den Boden runter. Nach der schnellen Unterstützung unserer Kollegen war das ja recht leicht hier. Na, was ist jetzt los? Bist ein bisschen schwach auf der Brust heute, Freund. So, und was ich auch sagen muss, die Schweden haben echt guten Mod-Support. Also gemoddete Fahrzeuge etc., ne? Also da scheinen sich viele Leute viel Mühe zu geben, weil jetzt zum Beispiel hier der schicke Mercedes, ich glaube V-Klasse, ne? Oder ist das schon ein Vito? Ach Gott. V-Klasse, glaube ich jetzt mal. Und da sieht man, dass sie eben auch ein bisschen viel Unterstützung haben. Das ist jetzt hier nicht ein schwedischer, aber das ist ein englischer. Und jetzt schaut euch mal die Ähnlichkeit an. Schaut euch mal die Ähnlichkeit an. Das ist, wie gesagt, ein englisches Polizeiauto. Und das ist ein schwedisches. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, weil ich finde, die haben sehr, sehr große Ähnlichkeit. Will mir ja nichts sagen. Der hat sein Polizeiauto abgesperrt und kriegt sie mehr auf. Ja, was machen wir jetzt da? Ihn reinkicken, oder was? Durchs Fenster durchkicken. Oder so. Und er sagt, thank you. Und wie bist du jetzt ernsthaft? Oh Mann. Das sind wieder Profis bei der Arbeit, Leute. Profis bei der Arbeit. So, und wir fahren weiter. Dieses Mal recht unbeschädigt im Aventador jetzt. Das ist auch besser so. Ja, ja, ihr merkt schon. Das ist genial. Übrigens, wir machen wieder einen Kanalmitglieder-Livestream, nämlich am kommenden Samstag. Steht jetzt auch nochmal hier oben. Also wer Kanalmitglied ist, kann dann gerne einschalten, weil es dann zu der Zeit losgeht.
Link wird wie immer in dem Community-Tab dann zur Verfügung stehen für die Kanalmitglieder, natürlich. Und nachdem da auch nochmal ein paar Fragen waren, wie gesagt, Kanalmitglieder-Livestreams sind nur für Kanalmitglieder, aber sie kommen dann nach einem Monat für alle online. Also sprich, nichts unfair und so weiter. Ich finde sowieso, Kanalmitglieder tun halt uns, also YouTubern, was Gutes. Weil wenn man jetzt das Ganze natürlich macht, um sein Brot, täglich Brot zu verdienen, dann ist es ganz nützlich eben, um, ja, ich sag mal, eben zu unterstützen, ohne jetzt da groß viel, boah, Vorsicht, Geld in die Hand zu nehmen. Weil es eben, je nachdem wie man mag, man auch ohne viel Minus, Kollege, was ist mit dir los? Ohne viel Minus zu machen an zum Beispiel jetzt YouTube selber, eine gute Möglichkeit ist, um zu spenden. Ja, aber genug von dem Thema. Ich glaube, es ist eindeutig, was mit dem los ist, oder? Also, betrunken, Alkohol, Drogen, was weiß ich. Irgendwie sowas. Oder alles. Wir werden sehen. Emperor mit 63 VOD 500. Gut. Owner's License expired. Also sprich, der Führerschein ist nicht mehr gültig. Ja, aber mitten auf der Autobahn anhalten, das ist auch nicht ganz so schlau, wie man ja schon sieht. Das war knapp. So, bitte mal folgen. So, fahren wir mal kurz hier rechts ran und kontrollieren den netten Herrn. Perfekt. Oh, die Flügeltüren sind genial. So, da klappert was an ihrem Auto, ne? Und irgendwie ist ja auch die Fensterscheibe nicht mehr ganz so intakt, ne? So, wir merken schon, okay, der hat anscheinend geweitete Pupillen, glasig sogar. Und er hat langsame Reaktionen und eine komische Sprache. Also wahrscheinlich ist er ein bisschen betrunken, ein bisschen Alkohol, je nachdem, das werden wir gleich herausfinden. Edward Green, warten Sie bitte kurz hier, ja? So, wir schauen mal ganz kurz, wir fragen das jetzt diesmal bei der Leitstelle mal schnell ab. So. Edward Green, Sie haben gar keinen Führerschein, meine Güte, was machen Sie denn? Also, haben Sie irgendwas Illegales im Fahrzeug? Natürlich nicht. Irgendwas getrunken? Nein. Drogen? Warum es mich interessiert, ja, weil Sie hier fahren wie der Letzte. Aber gut, kann ich Ihr Fahrzeug durchsuchen? Okay, anscheinend nehmen wir uns seine Rechte. Ja, dann machen wir es doch mal wie folgt. Steigen Sie mal bitte aus dem Fahrzeug aus. So, ja, Sie schauen mir schon so aus, als hätten Sie ein bisschen was genommen, ne? So, mein Freund, also, wir machen es jetzt wie folgt. Wir werden Sie vorläufig festnehmen, zu ihrer eigenen Sicherheit, stellen sie dann kurz zur Seite, während ich ihr Fahrzeug und sie durchsuchen werde, ja? Kommen sie mal kurz. So, kommen sie mal kurz her. Also, sie bleiben jetzt mal kurz hier, okay? Bleiben sie da? Nein, okay, Moment. Ja, jetzt bleibt er da. Dann, damit uns hier keiner reinfährt, machen wir mal ganz kurz hier den da. Perfekt. Und dann hätte ich gesagt, durchsuchen wir mal schnell sein Fahrzeug. Das kommt mir schon ein bisschen verdächtig vor. Und danach natürlich auch ihn, weil möglicherweise hat er noch Drogen oder gefährliche Gegenstände bei sich. Oder eben im Fahrzeug. Und die müssen wir dann entsprechend verstauen. Das werden wir gleich sehen. So, mal gucken. Und wir haben nichts weiter Gefährliches. Nein, nur ein paar Handschuhe wurden gefunden. Nichts Gefährliches. Okay, sehr gut. So, das haben sie bis jetzt schon ganz gut gemacht. Haben sie hier ruhig verhalten. Sie dürfen mal ganz kurz aufstehen. Dann werde ich sie jetzt kurz nochmal befreien, ja? Um sie zu durchsuchen. Bleiben sie bitte ganz ruhig. So. Wir werden gleich noch einen kleinen Drogentest machen, wenn es okay ist. So, gut. Also, bleiben sie jetzt mal kurz hier, ja? Also. Gut. Dann machen wir es jetzt wie folgt. Wir fangen mit einem Walk-and-Turn-Test an. Bitte mal in diese Richtung hier, nicht auf die Autobahn, ne? Weil es ein bisschen gefährlich ist. Einmal auf einer geraden Linie laufen, hin und wieder zurück. So. Ja, man merkt schon, ne? Dass der nicht gerade läuft. Ist ganz klar. Na, kommen sie wieder zurück. Ja, okay. Gut, das ist eindeutig hier. Gut, ja. Off balance, unsteady, also das ist klar. Gut, dann machen wir noch einen kleinen Gaffertest hier. Einmal bitte auf den Stift schauen und sich versuchen, darauf zu konzentrieren. Ja, das scheint ihm ja irgendwie nicht so zu gelingen. Gut, in dem Fall haben wir alles. Drogen, Alkohol, möglicherweise beides im Spiel. Wir werden einen Drogentest auf der Wache machen. Hallo, bleiben Sie mal ganz kurz stehen.
Freundchen. Ja, ich dachte schon. Sie sind vorläufig festgenommen. Wegen dem dringenden Tatverdacht des Fahrens unter Einfluss von Drogen und Alkohol. So, wir haben leider keinen Platz für Sie in unserem schicken Aventador. Aber es wird sicher ein Kollege sich dafür bereit erklären, Sie mitzunehmen. So. Ja, da kommt er auch schon. Und das scheint, was ist das? Ist das ein schicker Volvo? Das ist ein schicker Volvo. Das ist doch perfekt. Wow, und da kommen die anderen Volvos. Geil. Ja, perfekt. So, hier. Kollege, nimmst du den mal bitte kurz mit? Und ich hätte gesagt, mit diesem Volvo verabschieden wir uns auch schon aus der kleinen Folge LSPDFR. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es weitergehen soll in LSPDFR und wie ihr die schwedische Polizei so findet. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. If you ever need a helper, hey, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right.